Hallöchen und herzlich willkommen zu Hausflipper. Ich weiß, das Spiel ist mittlerweile, ich glaube, 4 Jahre alt. 2018 kam es auf den Markt. Ich habe es selber auch schon gespielt, im Stream schon ein paar Mal, privat schon ein paar Mal. Aber ich hatte mal wieder richtig Lust drauf und da ich das sowieso eigentlich schon seit längerer Zeit für YouTube machen wollte, ich bloß nie Zeit dafür hatte, jetzt ist es endlich mal soweit, möchte ich das gehen mit euch zusammen machen natürlich. Wir fangen natürlich ein neues Spiel an, das hier oben ist, wo fortsetzt noch das Streamspiel stand, wo ich so ziemlich fast alle Häuser habe. Aber wir machen jetzt ganz gemütlich, das Spiel ist aber auch genial gemacht. Vor allem, wenn man sich diese Schmodderbude hier mal anguckt, die bräuchte auch mal einen Anstrich. Aber gut, eins nach dem anderen. Wir spielen natürlich mit allen aktuell verfügbaren DLCs. Auch das hier gibt es natürlich noch nicht, das kommt nächstes Jahr irgendwann raus. Daher, aber warum es schon drin steht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall alle, die da sind, haben wir. Gut, bevor wir jetzt aber anfangen, will ich noch einmal ganz kurz in die Einstellung, und zwar, irgendwas wollte ich gucken, Deutsch, ja, Euro bleibt, von mir aus kann auch gerne speichern, wir behalten den Standard-Mauszeiger, Tippsen so kann auch an, FPS brauchen wir jetzt nicht unbedingt, Minimap, ja, brauchen wir auf jeden Fall, Scherben statt Kakerlaken, ich hoffe keiner von euch hat eine Kakerlakenphobie, aber wir lassen das mal, genau wie die Maulwürfel. Hände Milz, männlich, ja, Tag- und Nachtmodus lassen wir auch mal an. Hervorhebungsfarbe blau, warum nicht? Montagemodus leicht, habe ich einfach nur an, ich mache das keinen allzu großen Unterschied. Der Unterschied ist eigentlich nur, umso härter man das einstellt, umso länger dauert das, Sachen anzubauen. Das soll ja nur auch nicht so lange dauern, ne? So, Grafik ist auch alles okay. Ich wollte Faustwunsch, ja. Einmal kurz was googeln. Wegen... Aha... Genau, Blumen kann gerne an. Blumen ist immer gut, Motuschen Blur. Da wollte ich nur gucken. Das muss aus. Nebel lassen wir auch mal aus. Ich finde, der stört eher. Aber ansonsten fangen wir jetzt natürlich an. Dann machen wir mal hier. Nennen wir einfach mal Norsti, ne? Damit es jetzt keine Probleme gibt. So. Dann fangen wir mal an. Ich liebe dieses Spiel. Kinder sollten Spielsachen in ihren Zimmern haben. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind erstmal in unserer schönen kleinen Traumbude hier. Ist die nicht schön? Eine richtig vollgemüllte Studentenbude. Da kommt doch Freude auf. Willkommen bei Hausflipper. Dieses Spiel ermöglicht es dir, Häuser zu kaufen, sie zu renovieren, einzurichten und dann wieder zu verkaufen. Bis dato musst du dich mit dieser Bruchbude begnügen, die du dein eigenes Büro nennen darfst. Außerdem steht dir ein Laptop zur Verfügung, deine Steuerzentrale. Ist das klar? Oh, vielen Dank, dass du Hausflipperkarten erworben hast. Ja, das sind jetzt die DLCs. Neue Aufträge sind in deinem Posteingang eingetroffen. Durch das Abschließen der Aufträge werden neue Gartengeräte freigeschaltet. Und das sind die restlichen DLCs. Hier Häuser zum Entsperren, neue Häuser, neue Karten, wo Häuser stehen. Galerie nachher vorher, ich glaube, die gab es anfangs auch schon, bin mir nicht ganz sicher. Und natürlich auch neue Gegenstände. Genau wie neue Möbel, die können wir jetzt, glaube ich, auch renovieren und streichen und sowas. Neue Häuser wieder, neue kreative Möglichkeiten, Innenpools und so weiter. Haustiere gibt es jetzt. Wir nehmen natürlich einen Hundi, es ist immer ein Hundi bei mir. Treppen kann man jetzt bauen, mal wieder neue Häuser und vieles mehr. Ist klar. So, ich glaube nicht, dass wir auf Dauer in dieser Bude hier bleiben werden. Ich meine, das ist eine richtig schnucklige, kleine, gemütliche Bude, aber auch nicht gerade schön, ne? Ich meine, um den Garten, wenn wir uns wahrscheinlich, wir werden die wahrscheinlich irgendwann später mal verkaufen und uns eine anständige Bude kaufen, aber eins nach dem anderen. Wir haben nämlich ein Problem. Und zwar haben wir keinerlei Gartengeräte und auch keine Geräte für innen. Wir müssen erstmal den Müll hier wegmachen. Ups. Damit wir überhaupt... Oh, die Maussteuerung ist aber ein bisschen... Bisschen sehr frickelig. Wie war das sonst nicht so schnell? So, Home Sweet Home. Ist das nicht eine Traumbude? Da fühlt man sich gleich heimisch und wird am liebsten wieder weglaufen. Okay. Good work takes hard work. Okay. Dein Laptop. Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Du hast noch nicht genug Geld für ein Haus. Aber es schaut so aus, als ob in deinem Postfach der erste Auftrag wartet. Dankeschön für diese schöne Info. Da werden wir gleich gucken. Ja, und wie ich ja sagte, Cookie, innen drin haben wir natürlich auch keine Werkzeuge. Wir müssen erstmal Aufträge überhaupt machen. Erstens, um Geld zu kriegen für Häuser. Und zweitens, um überhaupt mal was machen zu können. Wir können nicht streichen, gar nichts. Wir haben ja keine Werkzeuge.
Da haben wir die gute Kettensäge. Natürlich, natürlich. Falls mal unerwünschter Besuch kommt, Vertreter oder sowas, da hilft eine Kettensäge immer. Ich räume hier nur mal ein bisschen auf. Ich meine, ja, gut. Klo ist auch nicht das Beste. Reinigen noch nicht verfügbar, alles klar. Aber bis jetzt. Dann gucken wir mal. Hier haben wir heute die schöne Mail. Hier sind die Karten. Schließe 5 Aufträge ab, 7 Aufträge ab, 5 Aufträge ab. Das sind die DLCs. Das können wir natürlich später erst machen. Da sind unsere gespeicherten Bilder und Browser. Das sind die Häuser, die man kaufen kann. Da ist ja auch so einiges zugekommen, ne? So einiges. Am besten ist immer noch das. Das schöne Haus von Mutnaraji. Da werden wir definitiv später einsehen. Das ist, das muss sein. Für einen Dragon Ball-Fan ist das ein Pflichthaus. Es muss einfach sein. Aber ansonsten, jede Menge. Vor allem hier wie Mond und so. Das habe ich selber auch noch nie gemacht. Da bin ich mal gespannt drauf. Wir selber besitzen natürlich diese schnuckelige kleine süße Bude. Aber mal abgesehen davon, so viel Geld haben wir noch nicht. Und wir brauchen erst die Werkzeuge. So, wir haben Post von der Sandra Ziegler. Mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Guten Tag. Ich möchte gerne, dass Sie mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Facebam, Facebam ist gut, sah ich, dass mein Ex in meine Wohnung eingebrochen ist und diese aus Rache verwüstet hat. Der Arsch hat sogar meinen Heizkörper mitgenommen. Es kann sein, dass noch etwas fehlt. Bitte bringen Sie meine Wohnung wieder in Schuss und installieren Sie die Heizung, so wie alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Ich werde selbst nach meiner Dienstreise mit meinem Ex-Mann abrechnen. Beste Grüße, Sandra Ziegler. Das ist klar. Okay, ich weiß ja nicht, was sie von Hausdrache ist, wenn er ihre Wohnung verwütet, aber vielleicht ist es ja berechtigt. Wer weiß. Aber das soll nicht unser Bier sein. Wir werden unseren Auftrag erledigen, damit wir natürlich die ersten Sachen freischalten. Wie den guten, ja, den guten Mob. Glückwunsch, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du Dreck mit dem Mob reinigen. Mensch, wir sind schlauer geworden. Wir können Dreck reinigen. Mit natürlich dem Fortbewegungsmittel von Mutti, sieht man, sehr ähnlich. Ja, das ist Muttis Arbeitswerkzeug. So, hier draußen sollen wir ja nichts machen. Können wir innen? Außer putzen, aber wir sollen ja innen drin, ne? Wir sollen ja innen drin. Ja, rein hier. Ja. Okay, und hier an der Seite sieht man es ja schon. Wohnzimmer mit Küchentischen. Mit Küchennische. Küchentische allein schon, Küchennische. So, räum den Müll auf, reinige die Verschmutzung, montiere die Geräte. Das dürfte hier die Heizung sein. Alles klar. Man kann... Genau, hier und nachgucken. Badezimmer haben wir auch noch was. Das kriegen wir schon alles hin. Auf der Minimap sehen wir die schwarzen Punkte. Das ist der Müll. Ich würde sagen, wir räumen erstmal auf, bevor wir putzen. Um hier überhaupt mal irgendwie was putzen zu können, ne? Vor allen Dingen die ganzen Bierdosen. Der hat hier bestimmt Fußball geguckt. Der hat hier bestimmt Fußball geguckt. Und seine Mannschaft, das Vertrauens, ist bestimmt nicht so weit gekommen, wie er dachte, und jetzt muss er randalieren. Ab sofort steht dir ein Tablet zur Verfügung. Drücke Tab, um es herauszunehmen oder einzustecken. Es ermöglicht dir, Dinge zu kaufen. Es wird in diesem Job nützlich sein. Juhu, das schöne Tablet, da waren wir eben schon drin. Hier, der gute Shop. Da ist natürlich alles Mögliche. Anschlüsse und so weiter, Heizung. Ehrlich gesagt, finde ich den ein bisschen umständlich, den Shop. Aber es gibt ja zum Glück hier die Suchmöglichkeit, ne? Aber soweit sind wir noch nicht. Erstmal, bevor wir überhaupt irgendwas aufräumen, Müll weg. Dann holen wir uns den guten Schrubber. Dürfen ihn bloß nicht verbiegen. Mutti muss damit noch zur Arbeit. Dann schrubben wir hier erstmal, wa? Das ist halt der magische Mob. Einmal raufhalten und er macht sauber. Ah, ich liebe diese Spielfer. Ich weiß. Es ist ein bisschen älter. Viele kennen es. Manche lieben es. Manche hassen es. Manche interessiert es ein. Ich finde es einfach immer wieder genial. Ich kann es auch nicht immer wieder spielen, weil man ja auch immer wieder anders dekorieren kann. Gerade wenn man später die eigenen Häuser hat. Es ist einfach ein schönes Spiel. Und es ist ja auch der zweite Teil, den nächstes Jahr kommen wir im Anmarsch. So, haben wir hier jetzt alles an Schmutz? Anscheinend nicht. Nee. Das muss natürlich auch weg hier. Du entwickelst dich. Nimm dein Tablet und bestimme, wofür du die erworbenen Fähigkeitspunkte verwenden möchtest. Das werden wir doch glatt machen.
So, ist natürlich aufgeteilt in Aufräumen, Malen, da haben wir natürlich keinen Punkt. Goldenes Händchen, Zerstörung, Bauen, Verhandlungen und natürlich Gärtner. Gut, wir haben aktuell nur hier einen Punkt. Scharfsinniger Blick, du siehst einige der Verunreinigungen auf der Minimap. Du siehst die Mehrheit der Verunreinigungen auf der Minimap. Du siehst alle Verunreinigungen auf der Minimap. Oder natürlich schneller aufräumen, um 25% schneller oder um 50% schneller oder natürlich um 75% schneller. Dann gibt's natürlich noch den guten Mob, den Ultra-Hit-Mob 2018 oder wirf den Müll in der Reichweite einfach weg. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll, dass man einfach nur rauftippt und der Müll ist weg oder... Das werden wir schon sehen. Ich denke mal, wir werden erstmal auf die Minimap geben, damit wir auch nicht so viel Schmutz übersehen, damit wir möglichst mehr sehen. So. Würde ich jetzt so fast behaupten. So, sauber haben wir alles. Den müssen wir eigentlich rein theoretisch nur noch die Heizung montieren, aber der Kunde ist König. Wir können ja nicht so einen Sauhaufen hinterlassen. Und wenn man das schief gedrückt hält, kann man im Winkel drehen halt. Und wenn man nur so dreht mit dem Mausrad, dann dreht er halt so. So, stellen wir ordentlich hin hier. Zack. Genau. Stuhl einmal ordentlich hin. Ah, ich glaube, hier vorne. Hier vorne direkt vom Herd ist natürlich nicht so eine gute Idee. So. So, das schöne Wieschen, das stellen wir auch wieder rauf. Oder warum? Ja, die stellen wir mal hier hin. So. Und den einmal. Alles ein bisschen ordentlich. Ne, wir können ja hier nicht so einen Sauhaufen hinterlassen. Auch wenn es nicht unser Bier ist, Heizung bauen wir gleich an. Ansonsten... Der gehört natürlich auch auf den Herd. Der geht gar nicht auf den Herd. Okay, dann stellen wir den neben den Herd. Was ist das hier? Das Heilige Kammer Sutra muss aber ordentlich stehen. So, Dornekerze hin. Das ein bisschen in die Mitte. Ah, ein bisschen ordentlicher. Ja, ein bisschen weiter dahin. So, dann passt das doch schon. Gut, gut. Kümmern wir uns erstmal um die gute Heizung. Ich hoffe, wir kriegen die da so ran, weil das Sofa im Weg steht. Du kannst Heizung kaufen und hier montieren. Man konnte doch mal direkt... Meine ich? Direkt vom Gerät aus in die... Ich meine, ich könnte die Heizung jetzt so raussuchen, aber ich meine, das ging auch mal so. Anscheinend aber nicht mehr. Ist nicht schlimm, den suchen wir uns eben selber eine Heizung raus. Heizung, Heizung, Heizung. Da haben wir sie doch schon. Die gute... Standard-Ideol-Standard-Heizung, den kloppt das schon. Den klatschen wir sie im Ohren. Einmal hier ein bisschen festschraubseln. Eben. Das finde ich immer auch mal so genial bei Hausflipper. Das ist einer der Gründe, warum ich das Spiel so mag. Dass ein bisschen Realismus mit drin ist und ein bisschen selber montieren muss und so. Klar, hat jetzt nicht wirklich viel mit der Realität zu tun, aber... Es geht. Jetzt muss ich mal kurz was googeln. Aufgabe. In dem Raum haben wir alles fertig, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Hier, Schlafzimmer müssen wir noch Müll aufräumen und reinige die Verschmutzung und den haben wir... Reinige Verschmutzung im Bad. Ja, vor allem wenn man sich die Flecken mal so anguckt. Ich will nicht wissen, was ihr Ex-Mann hier so getrieben hat, ehrlich gesagt. Das überlassen wir mal eurer Fantasie, ne? Vor allem er hat anscheinend auch das Bettzeug geklaut. Was ist hier schon? Das war's hier schon. Und die Farben... Ne, da sagen wir erstmal nichts. Tür wieder zu... So. Hier müssen wir auch noch ein bisschen sauber machen. Die guten Handtücher. Ich finde, die sehen so ein bisschen aus, als sind sie mit steife Brise gewaschen. Ah, gut. So, hier muss noch irgendwo Dreck sein. Boah. Sehr schön, sehr schön. Der Auftrag selber wäre jetzt natürlich fertig. Aber, warte mal, das gehört hier doch bestimmt nicht davor. Der gehört doch bestimmt hier hin, oder? Wir wollen die Bude ja ordentlich verlassen. Wir wollen ja, dass die gute Sandra Ziegler zufrieden ist. So. Okay. Ja, kann man nicht aufdrehen. Nicht schlimm. Klo kann man auch nicht aufdrehen. Badewanne ist sauber. Wir sind fertig. Jo. 100% des Auftrags erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt für 655,03 Cent abschließen. Möchtest du jetzt wirklich beenden? Jo, das möchten wir. Fotografiere das Apartment.
Naja, es ist auch unser erster Auftrag. Wir sind nicht reich geworden, aber die Kundschaft ist zufrieden. So, da bin ich auch wieder. Ich musste gerade leider husten. Wie man ja auch hört, bin ich immer noch etwas erkältet. Aber ich wollte euch jetzt auch nicht in die Ohren husten. Deswegen habe ich mal ein Mikro gemutet. So, wir sind wieder zu Hause. Wir haben das erste Werkzeug für euch, den Schrubber. Muddis Hauptwerkzeug. Aber, ja gut, die alten Zeitungen wollen wir mal wegräumen hier, ne? Wir werden jetzt erstmal weiterhin Geld machen, weil wir brauchen mehr Werkzeuge, um die Bude hier wieder vor der Mannschuss zu kriegen. Jetzt haben wir 3. Das ist vom Garten-DLC. Da schalten wir natürlich die ersten Gartengeräte frei. So, da bin ich wieder. Das ist schlimm mit dem Husten im Moment. Ich habe ein Kratzen im Hals in letzter Zeit. Das ist furchtbar. So, ich würde sagen, fangen wir an mit der Caroline Schmitz. Kurz gesagt, die Garage müsste entrümpelt werden. Bitte werfen Sie alle Kartons und den ganzen Müll sowie die alten Reifen weg. Vergessen Sie auch nicht, die Fenster zu putzen. Die Werkzeuge sollen so bleiben, wie sie sind. Mein Mann mag es nicht, wenn man sie umstellt. Dann kann er sie nicht finden und ist unzufrieden. Viele Grüße, Caroline Schmidt. Dann werden wir es mal tun, ne? Den werden wir es tun. Gut, gut. Ah ja, die Garage sieht nun wirklich nicht gerade sehr, sehr sauber aus. Gut, steht draußen, aber wie gesagt, wir haben aktuell ja nur Auftrag für drin. Das brauchen wir im Garten gar nicht weiter gucken. Gehen wir mal rein in die Bude. Ja, räumen den Müll auf, reinige die Verschmutzung, Fenster reinigen. Dann lernen wir wahrscheinlich das hier. Hier haben wir auch nur die Garage. Das ist unsere ganze Aufgabe. Im Rest des Hauses brauchen wir gar nichts machen. Können wir uns aber angucken. Oh yeah. Die arbeiten bestimmt für die Telekom. Okay, lassen wir das mal. Wir werden natürlich hier jetzt anfangen. Machen wir Schotten auf, damit mal ein bisschen frische Luft reinkommt. Gut, räumen den Müll auf. Werkzeuge sollten wir nicht umlegen. Das kriegen wir doch alle sehen, oder? Gut, die Werkzeuge sollen wir also da lassen, wo sie sind. Aber der Müll kann auch weg, oder? Das ist auch ein Werkzeug. Gut. Sind das auch Müll? Ejo. So. Oh Mann, das ist schlimm. Das ist echt schlimm mit dem Husten. Es tut mir wirklich leid. Aber ich kann ja hier auch nicht alles voll husten, ne? So. Reifenweg, Müllweg, Müllweg. Na, Fahrräder sind kein Müll. So, oh Mann, das ist echt schlimm. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es kommt. Ich versuch's ja. Ich versuch den Husten zu unterdrücken. So, hier haben wir auf jeden Fall noch Müll. Gut. Müll, 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 Müll. Haben wir auch alles weg, wie es aussieht? Denn wenn wir jetzt erstmal das gute Arbeitswerkzeug vom Mudi schnappen, pinseln hier einmal kurz durch. Oder besser gesagt, putzen hier einmal kurz durch. Alter, wie man mit diesem Borsten. Naja. Da prügelt Mudi wahrscheinlich gerne mit rum oder so. Oh, die dauern aber. Neuer Fertigkeitspunkt. Yeah, komm. Natürlich wird er mal aufräumen. Du siehst die Mehrheit. Wir machen erstmal hier komplett das hoch, damit wir mehr sehen. So. Genau, genau. Umso mehr wir auf der Minimap sehen, umso weniger brauchen wir Suchen später. Ich glaube, die war, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, es ist eine Weile her, wo ich es zuletzt gespielt habe, aber ich glaube, das ging auch relativ schnell mit dem Fähigkeitspunkt. So, den hier nochmal ein bisschen Dreck. Hier zeugt auch nochmal ein bisschen was an. Hier noch, genau, die ganze Werkbank. Die Werkzeuge dürfen wir ja nicht umlegen, also müssen wir irgendwie dazwischen schrubbeln. Hier haben wir noch ein bisschen was. Und Fenster reinigen, das war's ja schon, ne? Und das bisschen hier konnten die nicht selber sauber machen. Naja, was soll's, ne? Was soll's, dass ich mein Kunde ist König, ne?
So, ich meine, wir könnten die Fahrräder noch ordentlich hinstellen, aber da heißt es, ne, ich habe was kaputt gemacht, ne? Oh, Fenster reinigen. Gut, Dean. Oh, ach ja. Jetzt weiß ich es wieder, das war hier etwas. Etwas friegelig? Ah, das kriegen wir schon hin? Aber ich mag auch die Musik des Spiels. Immer voll entspannt. Also das ist richtig, gerade finde ich zur Weihnachtszeit, das richtige Spiel, um einfach mal zu relaxen, zu entspannen. House Flipper ist zeitlos, meiner Meinung nach. Das kriegt ja auch regelmäßig Updates. Ne? Also da kam ja so viel zu mittlerweile. Und ich glaube, boah, ich weiß gar nicht, was es aktuell kostet. Ich glaube $15 und schieß mich tot, paar zerquetschte. Aber Auftrag ist selbstverständlich auch erledigt, wie es aussieht. Aber ich kann die Fahrräder nicht so schief lassen, Alter. Das geht nicht im Moment. Wir stellen die mal hier hin. Wir wollen es ja schließlich ordentlich hinterlassen. Das geht einfach nicht. Zack. Die nochmal ordentlich hin. Außerdem haben wir ja Zeit, ne? Also ich habe keineswegs vor, hier jetzt irgendwie durchzuhetzen oder so. So, guck mal, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Die Reifenwerkzeuge dürfen wir ja nicht anrühren. Den könnten wir nochmal gerade hinstellen. Aber ansonsten passt das denn selbstverständlich auch. Denke ich. Gut. Da wollte ich nicht hin. Aufgabe. 100% alles abgeschlossen. Jo, beenden. Ju, dann haben wir auch jetzt die schönen Bilder gesehen. Wir haben schon immer von einem schönen Wohnzimmer geträumt. Okay. Eigene Fotos und Bilder. Hast du bemerkt, dass du unter Galerie auf dem Tablet ein beliebiges Foto von der Festplatte laden und es als Plakat oder Bild an der Wand aufhängen kannst? Du kannst auch die Kamera benutzen, um Fotos im Spiel zu machen und sie auf deiner Festplatte zu verewigen. Ja, das glaube ich. Von der Festplatte laden als Plakat. Also kurz gesagt, könnten wir unsere eigenen Bilder hier ranhängen. Ja, gut, müssen wir mal beschäftigen. Aktuell haben wir da ja nichts wirklich da. Wir haben ja auch noch nicht wirklich großartig Werkzeuge, ne? Das würde ich sagen, wir fangen gleich hier an. Oder machen wir gleich weiter. Dann haben wir noch den Jens Grechner, die Elsa König. Was ist er denn? Betreff Heizkörper. Wenn ich für etwas zahlen soll, dann muss ich auch voll zufrieden sein. Oder ich zahle einfach nicht. Die Winter sind hart. Und in meinem Haus gibt es keinen Heizkörper. Montieren Sie sie. Jojo, da kriegen wir noch wieder kein neues Werkzeug, ne? Weil Heizkörper hatten wir ja schon. Garten machen wir Spinner. Dann gibt es noch die Amanda Johnson. Bonjour. Ich würde gerne dem doch schlichten Haus, welches ich gekauft habe, ein wenig mehr künstlerische Ambiente verleihen. Ich hätte gerne einen Teil der Wände in Amarantrot. Die restlichen Wände würden perfekt in Grau aussehen. Ach, ich hätte fast vergessen. Können Sie auch die kaputten Steckdosen reparieren? Gut, da würden wir streichen lernen wahrscheinlich. Aber wir gucken auch nochmal hier. Der gute Markus Seifert. Vorbereitung auf das Eintreffen des neuen Familienmitglieds. Guten Tag. Meine wunderschöne Frau ist endlich schwanger und wir rennen wie verrückt. Aber auch sehr glücklich hin und her und haben alle Hände voll zu tun. Eigentlich habe ich selbst keine Ahnung, wo ich beginnen sollte, bevor meine Prinzessin auf die Welt kommt. Wir wissen schon ganz sicher, dass es ein Mädchen wird. Wir haben ein malerisches, winziges Häuschen für uns drei gekauft. Leider muss da noch kräftig aufgeräumt und das Kinderzimmer vorbereitet werden. Kann ich mich darauf verlassen, dass ich dir diese Aufgabe anvertrauen kann? Beim Kinderzimmer denke bitte unbedingt daran, ein Bettchen zu kaufen. Eine Wickelkommode? Vielleicht irgendwelche Spielsachen? Da hast du doch viel Erfahrung, oder? Und male die Wände für unsere kleine süße Prinzessin unbedingt in hellrosa an. Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße, Markus Seifert, bald überglücklicher Vater. Oh Gott, das ist so schön geschrieben, das machen wir selbstverständlich.
Mal sehen, da müssen wir auch streichen lernen. Oder hat er gesagt, wir sollen die Wände in Rose anmalen? Halleluja, darf man sie ein Kind unterbringen? Wenn der Schmutz zu... Okay. Du hast einen Pinsel bekommen. Gratuliere. Du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du die Wände mit dem Pinsel streichen. Du musst nur noch mit dem Tablet Farbe kaufen. Das kriegen wir doch hin. Mensch, der Rasen ist sogar mal gemäht. Das ist selten vor, ne? Gehen wir rein? Okay, ich sehe schon. Gucken wir einmal kurz durch. Wir sollen Zimmer, räumen den Müll auf, reinigen die Verschmutzung, Fenster reinigen, streichen mit der Farbe Pastellrosa und die Gegenstände unten kaufen. Im Flur, räumen den Müll auf, reinige die Verschmutzungen. Wohnzimmer mit Küchennische. Räumen den Müll auf, reinige die Verschmutzung, Fenster reinigen. Und Schlafzimmer ist das gleiche. Und Badezimmer, auch nochmal Fenster und Verschmutzung. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen hier im Flur an, wo wir hier gerade sind. Hau mal weg den Müll. So, reinige die Verschmutzung. Gib mal her die Schrubbe. Ja, kriegen wir die da nicht weg? Doch, jetzt. Warte mal, wo ich hier der gute Schrubbe? Sehe schon, hier nochmal. An den Wänden auch noch? Okay. Sag mal, was haben die hier gemacht? Wo haben sie die Bude gekauft? Auf dem Trödelmarkt? Ja, man tut doch alles fürs Familienglück. Guck mal, Flur ist fertig. Wunderbar. Hier müssen wir erstmal den Müll wegmachen. So, das ist das Wohnzimmer mit Küchennische, ne? Jo. Kriegen wir hin? Also wenn ich ein Haus kaufen würde, würde ich ja zumindest verlangen, dass der Müll raus ist, bevor ich es kaufe. Ei, gut. So, Fenster reinigen, reinige die Verschmutzung. Das kriegen wir natürlich auch hin. Dann machen wir es selber hier. Wir sind ja schon relativ schnell auf der Minimap. So ist es nicht. Einen Punkt noch, dann dürften wir alle Verschmutzungen auf der Minimap sehen. So, warte mal. Hier ist es in dem Kühlschrank. Dann zeige ich mal genau hier noch Müll. Oder ist es das Fenster? Das war die Fensterbank. Alles klar? Ja, also echt, ja, gut. Also ich hoffe, der gute Mann hat ein bisschen den Preis gedrückt. So wie das hier aussieht, würde ich nicht den vollen Preis bezahlen. Schon allein das Sofa. Sieht aus, als wenn Schweine sich hier gemütlich gemacht haben. Da klebt noch Dreck. Hier auch noch. Fensterbank, ne? Ja. Yep. So, hier klebt auch noch irgendwo Dreck. Da. Und hier klebt auch noch Dreck. So, die Verschmutzung haben wir noch nicht gereinigt. Dann zeige ich dir mal eine nicht an. Irgendwo muss noch eine Deswegen wollte ich das hochskillen. Damit er uns alle anzeugt. Hier, ne, die hatten wir, ne? Die. Fehlt immer noch eine Verschmutzung. So, an der Decke sehe ich ja nichts. Nee. Nö. Aber auf dem Fußboden sehe ich auch nichts mehr. Muss aber noch irgendwo eine Verschmutzung fehlen. Da. Jo. Gut, jetzt müssen wir nicht nur noch die Fenster reinigen hier. Das kriegen wir hin. Wo gerade sagen, die Lampe hängt mir im Gesicht. Oder? Hast schon? Wir sind Profi-Einweger. Wir reinigen auch die Fenster, wenn uns die Lampe im Gesicht klebt. Einmal hier rüber, Wiener. Wir wollen glückliche Kunden. Wir wollen ja auch Geld, ne? Wird aber irgendwie nicht sauberer als vorher, ne? Ich sehe zumindest gar noch das Licht. So, das wäre sauber. Sehr schön. Dann füllt das natürlich noch einmal. Aber dann haben wir zumindest schon mal streichen und putzen. Guck mal, es gibt Nachbarn. Jetzt erkennt man sie mal. Sehr schön. Ah, die Steuerung ist etwas friggelig. Aber gut, es lässt sich machen. Hier noch einmal. Das ist alles kein Problem. Dennoch einmal hier durch natürlich.
Na, nun mach ich aber mal ordentlich, mein Freund. Genau. So, einmal hier lang. Muss man eigentlich jeden einzelnen fitzeln oder ist es schlimm, wenn man auch mal einen Fitzel stehen lässt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe da nie drauf geachtet. Ich mache das eigentlich immer ordentlich, genau wie ich immer alle Möbel ordentlich hinstelle. Ich mache das gar nicht, wenn irgendwas krumm und schief steht oder so. Auch wenn es ja jetzt nur Aufträge sind. Es soll ja ordentlich werden. So, und dann fehlt es dann noch. Und dann haben wir die Küche auch fertig. Genau. Und dann müsste ich mal gucken, was noch fehlte. Auf jeden Fall noch das Kinderzimmer. Dann wollen wir mal gucken, wo das ist. Weil wir sollen doch für die Prinzessin natürlich auch ein ordentliches Zimmer machen. Natürlich werden wir auch die DLCs und so machen. Ob wir wirklich in jedes einzelne Gebäude reingucken werden, kann ich noch gar nicht sagen, weil es gibt ja wirklich sehr viele im Moment. Je nachdem, ob ihr es wünscht, ob ihr gewisse Häuser habt, euch wünscht und so Kram. Und ob wir das dementsprechende Kleingeld dafür haben, ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Aber das meiste Geld hier im Spiel kommt später durch den Hausverkauf. Aber dafür brauchen wir erstmal die Werkzeuge, um die Häuser auch fertig zu machen. So, wir haben auf jeden Fall, Flu müsste fertig sein. Da sind wir ja gerade. Aber wir sehen es ja auch auf dem Minimap. Hier, das ist das Bad. Hier soll man nicht nur Fenster reinigen, das eine und Verschmutzung entfernen. Das lässt sich doch machen. Dort ist doch das kleinste Problem. Wunderbar. Aber der Text war so schön geschrieben. Mal kein rachsüchtiger Ex-Mann, der die Wohnung verwütet, sondern wirklich für die Familie. Da muss es natürlich ordentlich sein. So, dann nimm mal gute Mutis Werkzeug in die Hand und mach hier mal ein bisschen sauber. Was sein muss, muss sein. Ich habe noch irgendwo Dreck. Dann zeige ich mir hier zumindest noch was an. Ist das hier hinter oder so? Ah, gleich mal googeln. Hier klebe ich mal so ein bisschen. Hier klebt noch jede Menge. Aber ist das hinter den Armaturen oder? Scheint ja fast so, ne? Mach mal Tür zu. Und Minimed haben wir ja noch so einiges kleben. Ist das ja auch dreckig, oh. So, dann haben wir hier noch irgendwo was kleben. Ja, das Klo selber. Hier klebt auch noch irgendwo. Ja, meine ich doch. Und hier muss noch irgendwo was sein. Ich habe das Gefühl, das ist hinterm Trockner. Bin mir da aber nicht so ganz sicher. Ich glaube ja, und da kommen wir nicht hinter, ne? Okay, warte mal. Nehmen wir mal zur Seite? Können wir nicht. Können wir nicht, okay. Fensterbank ist es nicht. Das ist natürlich doof jetzt. Aber oben klebt auch nichts. Oder ist es der Fleck da auf der Fliese? Nee, ne? Die gehören so kubischäckig. Ah, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn, siehste Mann. Ist das Bad nämlich auch fertig? Tür zu. Und Halleluja. Sabolaut, was ist denn hier los? Hier will ich aber nicht schlafen, ne? Okay, aber hier sollen wir nur das Fenster reinigen, zwei Fenster und den Boden weg, also den direkt wegmachen. Das kriegen wir selbstverständlich hin, das ist ja... Halleluja. Haben die sich die Bude überhaupt mal angeguckt, bevor sie die gekauft haben? Gute Frage, ne? Wahrscheinlich nicht. Die sehen hier im Spiel teilweise schlimmer aus als bei der Sendung Schnäppchenhäuser oder so. So, Fensterbank muss natürlich noch. Den hätten wir laut Minimap hier noch irgendwo was. Was hinter Bett, ne? Oder ist die Fensterbank? Hier muss noch irgendwo was sein. Da, da, ich sehe es. Ja, sehr schön. So, dann haben wir hier noch irgendwo was kleben. Hier. Wunderbar. Dann müssen wir hier nur noch die Fenster reinigen. Also, das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man vorher erst die Minimaps... Weil sonst sucht man sich hier dumm und dämlich. Weil manchmal hängt das echt in den letzten Ecken. Im Dem. Und dann machen wir gleich alles raus. Auch gut, nicht hier. In dem anderen Zimmer, ne? Den im Dem. So, das Fenster natürlich noch einmal. Weil
allgemein wirkt das Haus sehr, sehr schlicht, ne? Alles so schön weiß und so, ja. Und ein Raum in rosa? Gut. In dem... Lalalala, so. Halt, ne, da fehlt irgendwas. Da oben. So, gerade so. Ich wollte gerade sagen, lalala, fertig, ne? Ist denn hin? So, dann kommt jetzt hier. Jo, und hier soll auch alles rennen. Das hier ist der Hauptteil. Hier müssen wir jetzt mal aufräumen. Hier sollen auch die Möbel und das rein. Aber ich glaube, wir räumen erstmal auf, machen den sauber und streichen den erstmal, ne? Ich glaube, das wäre das Wichtigste. Dann hol dir mal den Schrubber, mein Freund. Oh, hier klebt überall direkt, selbst unter der Heizung. Bücken können wir uns nicht. Ja. Man kann den Besen ja auch besser und schneller skillen und so. Eins noch dem anderen. Kommt alles. Erstmal tut der Gute hier das. So. Ja gut, da ist noch ein bisschen Dreck. Das muss natürlich auch weg. Und hier. So. Da klebt noch was. Da klebt noch was. So, das ist die Fensterbank, ne? Wir sollen hier wahrscheinlich auch Fenster reinigen, da bin ich mir sicher. Und da, das ist auch die Fensterbank, ne? Jo. Dreck hätten wir nicht weg. Irgendwo muss noch was sein. Sag mir jetzt bitte nicht, was hinter dem Schrank. Oben sehe ich jetzt keinen Dreck. Aber uns fehlt noch 1% zur Sauberkeit. Jo. Gut. Aber sehen tue ich jetzt auch nichts mehr. Fensterbank ist auch sauber. Nö, ich wüsste jetzt nicht wo. Da ist nichts, ne? Da, hier. Ja, jetzt haben wir es. Das sieht man manchmal schlicht. So, Fenster reinigen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal schnell. Dann haben wir das auch hinter uns. Damit man hier nicht durcheinander kommt, muss man natürlich die Liste nach und nach etwas abarbeiten. Immerhin wollen wir einen guten Ruf haben. Später hier im Gewerbe. So. Aber in erster Linie geht es einfach nur um ein schönes, gemütliches, entspanntes Gameplay. Wunderbar. Ich hoffe, dass der Hustenkrampf, den ich vorhin hatte, ja, damit euch nicht Ohren wegfliegen, mal gucken, ob ich das irgendwie, ich mache das zwar eigentlich nicht gerne, aber mal gucken, ob ich das zurechtschneide, damit ihr das nicht hört. Ich bin nicht so der Typ, der gerne schneidet. Ich bin immer so der Typ, der gerne alles zeigt. Und wenn es zu lange dauert, dann halt lieber im Zeitraffer. Weil ich finde, das nimmt heutzutage schon überhand, gerade auf YouTube. Es wird so viel rausgeschnitten, man kriegt das halbe Spiel gar nicht mehr mit. Das finde ich eigentlich echt furchtbar. So, streiche ich meine Farbenpastell rosa und dann kommen die Gegenstände. Dann gucken wir mal, Pastell rosa. Hier. Wollen Sie mal, was wir brauchen? Ich weiß auch nicht, ob wir das bezahlt kriegen, aber wir kaufen mal den großen Eimer. Ich hoffe es mal. Mach zu, ich wollte hier genau die Rolli. Das Streichen kann man natürlich auch verbessern skillen. Was soll man überhaupt rosa streichen? Ich meine, rosa und gelb sind wahrscheinlich nicht so schön. Ich glaube, ich werde das rosa streichen und das weiß lassen. Es ist anfangs etwas mühsam, weil man nur Streifen für Streifen malen kann. Wow, man kann auch eine Menge Farbe verschwinden, merke ich gerade. Muss man erstmal skillen. Jo, der Streich ohne Unterlass wurde. Alles doppelt und dreifach drauf. Muss natürlich erstmal geskillt werden. We'll be right back.
Nee, es war doch mehr, als ich dachte. Ich dachte, es reicht nur, das Gelbe überzustreichen. Aber wir müssen wirklich einen kompletten Raum. Wir sind jetzt bei 97%. Ja, der hat echt nicht geräucht, der Eimer. Der hat echt nicht geräucht. Wir brauchen noch... Okay, ein zweiten. Skillpunkte haben wir inzwischen auch. Das habe ich jetzt absichtlich nicht gemacht. Weil ich das mit euch gemeinsam machen sollte. Wir haben hier bei Malerei. Verschwendest keine Farbe beim Streichen von Wänden. Oder 20% weniger Verbrauch und später halt 40% weniger Verbrauch und Farbe. So, dann gibt es natürlich noch super schnelle Streichen und mehr Streichen. Wir gehen aber erstmal weniger Farbe verbrauchen, weil das wird ja sonst übel zu teuer. Und Verhandlungen können wir auch mittlerweile. Preisverhandelbar. Chancen auf erfolgbar Verhandlungen steigen um 5%. Und Chancen auf erfolgbar Verhandlungen steigen um 15%. Schnelle Aufträge. Anforderung der Aufträge minus 2, minus 5, minus 10. Okay, dass wir wahrscheinlich weniger machen müssen und trotzdem das volle Geld kriegen. Aber hier, das wäre wohl erstmal wichtiger, damit wir ans Geld kommen für die guten Häuser, ne? Wieso? Zahlung für Aufträge mehr, 10% mehr, das machen wir. Nützt aber trotzdem nichts, wir müssen trotzdem nochmal Farbe kaufen. Dann nehmen wir jetzt aber einen kleinen, das sollte jetzt reichen. So, mach mal zu hier, weil wir ja wirklich nur noch das kurze Stück hier haben. Ich für zwei Streifen noch mal einen ganzen Eimer kaufen. Gut. Nee, das wollte ich nicht. Den brauchen wir jetzt auch mal den. Damit können wir Gegenstände verkaufen. Kriegen wir zumindest einen Teil des Geldes wieder. Den packt den mal wieder weg. Jetzt müssen wir ein Kinderbett. Und zwar Duster. Farben und so dürfen wir selber gestalten. Dann gucken wir mal. Es wird ja ein Mädchen, ne? Dann würde also eher so rosa passen. Aber allerdings, weil die Wände ja schon rosa sind, würde ich das gerne... ein bisschen abstechen lassen. Vielleicht eher so... ach, das ist nur da drin, oder? Ich dachte außen. Okay, dann nehmen wir innen drin auf jeden Fall rosa. Die Schublade. Ah. Naja, ich weiß nicht. Nimm mir so weiß, wa? So, das Kinderbett, das stellen wir am besten mal hier direkt unter das Fenster. Ist das so richtig rum? Ja. Gut. Sehr schön. Nein. Ich muss mich dran gewöhnen, dass es rechte Maustaste ist. So, ein Regal Karl brauchen wir noch. Regal Karl? Regal Karl. Dann machen wir mal jetzt nicht... Ich glaube, schwarz würde gut passen, ne? Warte mal. Regal Karl. Ist das für den Boden, oder? Ja. Ich dachte, das wäre für die Wand. Zum Fußbodenregal, okay. Ja, das können wir hier eigentlich sehr gut hinstellen. Ich weiß bloß nicht, ob das richtig rum ist. Ich würde aber sagen, schon, ne? Das würde hier sehr gut passen. Haben wir hier Licht? Das wird dunkel. Schon besser. So, denn wollen die Herrschaften natürlich eine Wickelkommode. Die gute Wickelkommode, die machen wir mal in Pastellfarben. Das passt doch sehr schön. Und auch in Schwarz, zumindest die Türen. Der Rest geht leider nicht. Damit das ein bisschen zusammenpasst. Die passt aber eigentlich auch sehr gut hier neben, würde ich sagen. Er wird doch ein Traumzimmer. So. Und dann fehlt jetzt auch nicht noch zwei Sitzkissen, ne? Das sieht auch so ein bisschen aus, als wenn da hier schon bessere Zeiten, als wenn Opa Helmut da seine Flatulenzen auskuriert hat. Aber gut. Die machen wir aber auch in Schwarz, zumindest eins von denen. Oh, eins packen wir denn hier in die Ecke. Obwohl, hier ist blöd. Aber hier so in die Ecke. Mami oder Papi gerade Geschichten vorliest. Das passt doch. So. Aber wo noch ein zweites? Wo soll das noch hin? Jetzt. Ja, gut. Packen wir hier so hin. Es passt ja, es passt. Ja, ein bisschen eng für euch, aber es passt. Genau, dann können die Eltern gleich beim Kind sein. Haben wir denn jetzt überhaupt alles erledigt, bevor wir jetzt... Jo, Auftrag mit Bravour erledigt. Sehr, 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 sehr schön. Gut, dann können wir abgeben. 100%, ja, gib 5146. Gut, wir kriegen es bezahlt. Sehr schön. Und wir haben jetzt natürlich das Streichen freigeschaltet. Haben ein schönes Kinderzimmer, der Schmodder ist weg, dann können die Herrschaften jetzt einziehen. So soll es sein, so soll es sein.
Ja. Mich wundert es bloß, dass wir bei dem ganzen Geschrubbe hier keinen Skillpunkt für den Schrubber gekriegt haben. Aber gut. Zieht sich wohl doch länger, als ich es in Erinnerung hatte. Keine beschädigten Wände, wunderschön. Ja, sag doch, das ist ein sehr begehrtes Kaufobjekt, unsere Gammelbude hier. Sehr, sehr begehrt. Das ist ein Schmuckstück, das ist ein Einzelstück, das ist in die Türen, ja. Okay. Halt perfekt. Gut, dann würde ich sagen, für die erste Folge war es das erstmal. Ich entschuldige mich nochmal für das Gehuste zwischendurch. Ich versuche, das Gehuste rauszuschneiden. Aber ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr morgen zur nächsten Folge auch wieder einschalten würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.